Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem weiteren Part Legend of K Anniversary. Erstens will ich einmal kurz sagen, ja, ich habe mich total verlesen, denn die Trophäe ist nicht extra Herzen, sondern extra Leben. Ne, man muss 9 Leben haben und nicht 9 Herzen. Ja, habe ich nicht wirklich erblickt, ne. Keine Ahnung, warum nicht. Keine Ahnung, was mit mir los war. Aber egal. Kann ja mal passieren. So, müssen wir hier einmal laufen. So, sind wir auch schon oben. Wow, das war komische Kamera, aber naja. Kennen wir leider aus dem Spiel, die ist ein bisschen anstrengend. Und 1000 Milliarden Münzen. Wow, jetzt ist es schon mal 50, unser Multiplikator. Mal 75. Nice. Wir müssen weiter. Nee. Wo müssen wir denn jetzt lang? Mann, Kamera, oh mein Gott, ich raste gleich aus. Was ist das denn? Wie soll man das bitte sehen? Hier hinten ist locker was. Ja, war doch klar. War doch klar, nimm auf. Ach, ich kann es nicht aufnehmen. Ja, lass mir mal liegen. Ich glaube, so einen hatten wir sowieso noch. Das ist der rote. Bomben kann man, glaube ich, denke ich mal, immer irgendwann mal gebrauchen. Na, letztens hatten wir keine. Ach so. Ich wollte gerade sagen, wieso rutscht der nicht, aber... Kein Wunder, dass er nicht gerutscht ist. Denn wir müssen rüberklettern. Und mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Ich habe keine Ahnung eigentlich, ne? Wurde einem das gesagt, wo man hinkommt? Oh Gott. Ah, der Multiplikator ist wieder mal weg. Der hat wieder mal für den Arsch. Oh Gott, alles umsonst gesammelt. So muss ich da ran, ans Seil ran. Ich glaube nicht. Oder? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich habe Angst an Zeit. Bitte. Ja, man hat es erst voll spät gesehen. Wo bin ich denn jetzt? Ach komm. Ich glaube, ich muss hier hin, ne? Ja, ich habe das auch nicht gesehen, dass da oben noch was war. So. Ey, das Springen ist auch immer so gefährlich, ne? Ich habe Angst, dass ich da runterfalle. Das sieht nämlich immer so aus, als wenn er da nicht sich festhält und man einfach stirbt. Weißt du, was das alles zu bedeuten hat? Vielleicht sind die Geschichten der alten Weiber über diese Brunnen doch nicht so verrückt. Sie waren aus diesem singenden Stein. Hm? Aber mickrig im Vergleich zu dem, was Tak plant. Ich hab gehört... Halt den Mund. Er kommt. Weg mit euch. Bringt die anderen. Hey, warum geht das alles nicht schneller? Seht ihr nicht, wie die Feuer von Baloo in Rage geraten bei so viel Faulheit? Vielleicht kann eine kleine Din-Überredung das Ganze beschleunigen, eure Eminenz. Nimm deine Pfoten weg, du dreckiger Affe! Lauf dir, Trottel! Verdammte Hasen! Ratten! Minister Shun hat das richtige Mittel gegen dieses Ungeziefer. Wirst schon sehen. Komm, die Sklaven müssen ein bisschen motiviert werden. Cool. Nächstes Kap... Oh. Ja, wir haben das Gebiet abgeschlossen und ein Rampenrennen.
Die Rennen, ich weiß nicht, ob das die gleichen sind, die man in der Story spielt, aber man schaltet halt auch mal Rennen frei. Habe ich schon auch schon gesehen, habe ich aber noch nicht gemacht. Deswegen keine Ahnung. Oh, nicht sowas. Sieht mega geil aus. Der Nebel und dann die Musik wieder dazu. So mysteriös halt. Und ich glaube, das sind keine guten Fässer. Na, die Nebelinsel. Bienvenue, fremde Katze. Mit so einer Petit wie dir, muss ich sagen, habe ich ihr nicht kalkuliert. Was soll ich sagen? Ich esse vielleicht keine Käfer, aber Ratten und Gorillas hau ich locker in die Pfanne. Okay, Patron, du musst Kai sein, oder? Man erwartet dich, Bruder. Du weißt, dass dieser Tag im Sumpf ist, oder? Tag? Oh la la. Als wir ihn und seine Gang belauschten, sprachen sie so über eine Corvée-Katze, die mir Ärger macht. Ich lade dich in Notre Dame am Ende von diesem Sumpf ein, aber pass auf, Bon Ami. Keine Sorge, ich werde kommen. Sensationellement. Ich gehe jetzt in Dorfzentrum. Da ist es noch relativ sicher. Du redest am besten mit Bürgermeister Hugo. Er hat Scouts ausgeschickt und weiß noch viel mehr. Okay, ich werde mich bestimmt mit ihm treffen. Mon Dieu, wir unterstützen dich, wo wir können, Bruder. Möge das Team mit dir sein. Ja, klar, mit dir natürlich auch und los geht's. Ja, finde das Dorf. Okay. Wofür ist das hier? Das sieht so aus, als könnte man das irgendwie. Komisch. Sehr komisch. Ich habe auf jeden Fall drei Xe. Finde das Froschdorf und suche Bürgermeister Gu. Ja, und. Was heißt das jetzt, dass es drei Dörfer gibt und ich muss den Bürgermeister in den drei Dörfern finden? Also, es gibt einen Bürgermeister für alle drei oder es gibt in jedem einen? Keine Ahnung. Ja, es muss ja nur einen geben, außer die heißen alle Gu. Naja, ich hoffe, ich gehe jetzt hier richtig schon mal. Da schon mal speichert es auch gut. Ich gehe mal da lang. Das sieht mir nämlich besser aus. Besserer, ja. So, denn. Aber da geht's ja dann wieder zurück, wenn ich da nach oben gehe, Mann. Ach hier. Das Fe Festland. Oh yes. Ist das die überhaupt denn für da hinten oder ist das eine neue? Das ist eine neue. Optionale Aufgabe. Ein paar Schritte. Von hier ist ein wenig Magie verborgen. Wenn du die vier Katzenstatuen findest, wirst du die Insel des Nebels gestärkt verlassen. Okay. Vier Statuen. Eieiei. Ich gehe da mal runter. Ah, gut, nicht die beste Kamera mal wieder, aber. Es ist wahrscheinlich auch nicht mehr hier unten, ne? Wie es aussieht. Hoffen wir mal, denn ich gehe jetzt hier raus. Und dann. Zack. Ach, ein Leben. Och, was. Ich habe halt nicht sehr viele gerade. Kann ich da jetzt einfach auch runter hier? Ich muss doch bestimmt auf den Baumstamm rauf. Nein, der dreht sich. Nein. Hierüber. Oder war das gerade falsch? Ich gehe mal da lang, weil. Da lang muss ja irgendwie das Dorf sein. Oder irgendwas ist hier auf jeden Fall. Also, was ich gerade noch in diesem. Was ich, mein Ziel ist in diesem Part.
ist auf jeden Fall den Bürgermeister zu finden. Ach scheiße. Nice. Scheiße. Okay. Nein, mach, mach, mach. Ja, okay. Jetzt kommen noch Schildkröten, ey. Was ist da los? Das gibt's nicht. Ja, was? Aua. So, er ist weg schon mal. Der ist schon mal weg, das ist doch schon mal schön. Ich will kurz nochmal eigentlich... Aua. Eigentlich will ich kurz ihn treffen hier, der da fliegt, aber... Okay, das war's. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Okay. Noch ein Leben. Boah, ja nur 6. Ich weiß sowieso nicht, wo man so Leben herbekommt. Aber hier war es ja schon mal nicht. Heißt, ein X ist dort schon mal weg. Und ich gehe zu. Welchen X gehe ich denn jetzt mal? Ich weiß sowieso nicht, wo ich gerade hin muss. Also der Weg. Aua. Noch ein Leben. Was ist denn hier los? Voll die fetten Leben hier. Ich weiß gar nicht, wo ich zurück muss. Wo muss ich denn zurück? Oh mein Gott, nein. Wie komme ich denn da oben hin? Nicht gut. Gar nicht gut, sowas. Ich hoffe, ich komme von... Ach, bitte. Was mich aber jetzt interessiert. Hatte ich nicht 4 Leben? Wurde mir dafür nichts abgezogen jetzt, oder was? Ja, aber warum nicht? Na, oh, jetzt... Ey, komm! Verpiss dich doch! Ich raste aus, Mann. Ohne Spaß, ich raste aus. Soll man hier überhaupt hoch? Wo ist denn der richtige Weg, wenn es hier so verkrüppelt ist? Ach Gott. Ja, was hat das jetzt gebracht? Man weiß es nicht. So, der erste fucking Weg ist schon mal falsch gewesen. Oder, naja, so falsch war halt auch nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss da nach unten. Ich kann doch hier nicht einfach runterspringen. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Ach ja, da ist was. 7. Eine 7er-Kombo, wo soll ich das denn herbekommen? Und von wo kam ich? Kam ich von hier? Ich glaube ja. Wo bekomme ich eine 7er-Kombo her? 7 ist halt schon gar nicht so wenig. Oh mein Gott. Ich hab doch keine Ahnung. Scheiße. Ne, es zieht einen aber kein Leben ab. Gut zu wissen. Da unten, da unten. Wow. Gar nicht drauf geachtet gerade. Springen wir mal hier hin. Dann hier lang. Hier bekomme ich bestimmt die 7er-Kombo her, oder? Ja, sieht so aus. Sogar mehr. 10. So. Und noch ein Leben. Warum kriegt man hier die ganzen Leben? Verstehe ich nicht.
Ich weiß aber jetzt trotzdem noch nicht, wo ich lang muss. Ah, scheiße. Das ist voll anstrengend gerade, Mann. Ich würde sagen, weil wie viel Zeit habe ich denn überhaupt noch? Ich sollte eigentlich noch so um die 5 Minuten haben, oder? Ja, doch. Das heißt, ich weiß nicht. Heißt es das? Ich glaube, ich suche den Offscreen, den Weg. Es kann ja jetzt nicht sein, dass ich hier den Weg nicht finde und ich hier jetzt noch 10 Minuten rumlaufe. Das gibt's doch nicht. Ach Gott. Ja. Ich will nochmal sicher gehen. Deswegen nochmal geguckt, ob die Leben wirklich stimmen. Da, guck mal. Ich muss doch. Nee, aber darüber springen kann ich ja nicht. Oder auch nicht da rein, weil dann komme ich ja nicht hoch. Ach bitte. Ich weiß auch nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich suche kurz einmal ein bisschen hier. Vielleicht finde ich ja einen Weg. Oder ist hier? Na, hier geht's ja. Hier geht's ja nach da. Ja, ich suche kurz. So, okay, wir müssen hier nochmal hin. Und hier ist ein Boot. Hier ist einfach mal ein Boot. Warum auch immer. Hier ist. Upsala, nein. Mach jetzt. Okay. Ja, das ist doch Kacke. Man sieht doch gar nichts. Ich weiß noch nicht mal, was ich drücken muss. Hallo? Verstehe ich nicht. Kann mir das gerade mal einer erklären? Ah, ich hab's raus. Man muss noch nach vorne oder nach hinten drücken. Soll denn auch mal erstmal einer erklären? Tut aber keiner. Wow. Nein, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Also alles mit dem linken Stick machen. Für die, die PS3, PS4 spielen. Oder PC. Wow. Mit Gamepad, wenn man es kann. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich spiele kein PC. Nur manchmal. Achtung, ein Feind! Sichert die Häuser! Der hieß Chacha Jiagu oder so. Richtiger Spaß. So, zack. Na, los, mach. Los, los, los. Nein, mach doch ihn. Und zack. Oh mein Gott. Damit hat er, glaube ich, nicht gerechnet und er ist dadurch direkt gestorben. So, er hat auch schon seine Rüstung weg und seine Rüstung vor allen Dingen, sein Panzer. Wo ist denn hier noch ein Gegner? Na gut. War keiner mehr, aber die Musik war trotzdem so verrückt. Ich will einen Händler. Ich will meine Rüstung wieder. Übrigens mal so ganz am Rande erwähnt. Kleine Schildkrötenfort. Okay. Ist hier der Bürgermeister drin? Nee, bestimmt nicht, oder? Wäre irgendwie komisch. Schon allein, dass ich mich das frage, ist eigentlich total dumm, aber naja. Was soll man machen? Was soll man machen? Geht's da. Ups, die will ich auch noch mit haben.
Wo bin ich denn gekommen? Hey. Oh, die gehört auch dazu. Wer weiß, ne? Wer weiß, wer weiß. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, irgendwer ist hier im Haus und hat die Tür zugemacht. Ey, Alter. Es war aber im Endeffekt draußen. Und es war ein Auto. Ich weiß gar nicht, wie ich mich gerade erschrocken habe. Was ist das denn hier? Knochen. War mein Kadaver. Hallo, du bist die Rettungschefe. Hast du diese Schildkröten bestraft? Oui, lass sehen. lass sehen. Da liegen alle Tote vor dem Haus hier. Vor dem... Wie war das? Schildkröten irgendwas? Fort? Nee, weiß ich nicht. Wo geht's denn hier hin? Oh Gott. Ey, was? Du hast Krallen gefunden. Sie sind deine zweite Waffe. Krallen haben ein paar besondere Eigenschaften. Du kannst sie im Wasser benutzen. Und sie sind die besten Waffen gegen ungepanzerte Feinde. Achte auf Upgrades. Was? Warum? Was soll das denn bedeuten? Ja, aber warte mal. Wie benutze ich die denn? Nein! Da wechsle ich. Ah, mit R2. Und man kann damit wahrscheinlich sehr schnell angreifen. Wuff. Das ist wahrscheinlich auch ein sehr großer Vorteil. Ey, was? Der war eben noch nicht da, oder? Oh, wie ich sehe, hast du neue Krallen. Manchmal entgeht mir einfach ein gutes Geschäft. Aber ich habe trotzdem einen Tipp für dich. Benutze sie mit Verstand, denn du wirst sie noch brauchen, um weiterzukommen. Und wo weißt du das? Wir holen uns auf jeden Fall den Magie-Container. Aber neue Rüstung glaube ich nicht, weil 480, war die nie eben 400? Ich weiß es nicht. Für 480 erstmal nicht. Das kostet auch schon 480, naja. Ja, mach ich doch schon. Nerv nicht. Die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Einfach nur hier lang, oder was? Nein. Warte, benutze sie im Wasser. Und dann? Ach, hierfür! Nee, das war nur so. Warte mal. Ich glaube, hier geht's nicht lang. Oder? Da vielleicht. Ja, da macht mehr Sinn. Haha. Ganz tricky versteckt. Aber ich finde es. Ich bin der tricky man. Wow. Nein. Ach, die werfen Bomben. Glaube ich. Da ist auf jeden Fall eine Bombe geflogen. Zack. Dreier-Kombo. Wo krieg ich denn jetzt eine Dreier-Kombo her? Das ist auf jeden Fall ein Checkpoint. Wir gehen dahin. Und holen uns eine Hornissenflasche, die... Wenn wir einfach schwärmen, die Hornissen 20 Sekunden lang aus und helfen dir. Nice. Da ist auf jeden Fall irgendwer gefangen. Bloß, wo gehen wir lang? Oh Gott. Ich bin irgendwie so... Ja, genau. Was? Nein. Egal. Ich habe ja noch meine 5 Leben, gut. Wo war denn das jetzt lang? Scheiße. Hier runter, ne? Wieso musste ich den so oft treffen? Ich kann leider. Was geht hier ab gerade?
Scheiße. Es hat nicht so geklappt, wie ich das gerade wollte, ne. So, landen. Erstmal das aufmachen und ein Leben. So, Wo ist die Truhe? Nein. Schade. Ach, hier bin ich. Hey, was? Ich glaube, wenn ich von hier jetzt loslaufe, ist es besser. Eh viel besser. Nein, komm, los, 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 los. So schnell kann man da doch gar nicht hinten hinlaufen, also bitte. Oder muss ich mir... Was? Ich brenne. Ich verliere Leben. Ja, die Zweier-Kombo. Hey, Mann! Wisst ihr was? Ich hab nicht auf die Zeit geachtet. Scheiße, Mann. Was ist das denn? Was war das? Das war... Aber kein Leben, oder? So, ich speichere kurz mal. Denn... Das war's mit Legend of Kay. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.